Hallo und willkommen zurück. Wir haben die Musikbox wieder ausgekriegt. Ihr werdet es nicht glauben, hier lief gerade sehr schöne klassische Musik in der Pause. Und jetzt machen wir weiter mit unserem nächsten Gast, und zwar mit Esra, die heute leider hier nicht im Studio bei uns in Bonn sitzt. Ihr habt nämlich auch gefragt, von wo wir eigentlich senden. Wir senden aus Bonn. Esra sitzt jetzt in Berlin und wird uns hoffentlich gleich zugeschaltet. Hallo Esra, hallo! Hi. Wir sehen dich hier auf dem Bildschirm. Schön, dass du da bist. Bevor wir gleich mit dem Gespräch loslegen, hat Suri noch ein paar Worte wieder zu euren Fragen, die nachher kommen. Ja, also die Leute, die seit 10 Uhr dabei sind, die können es jetzt wahrscheinlich schon mitbeten. Aber für die, die neu sind oder es einfach vergessen haben, ihr habt natürlich die Möglichkeit, auch eure Fragen zu schicken. Einfach auf der Seite unter dem Deine-Fragen-Tool eintippen und dann sammeln wir die über das Gespräch, das Ninja und Esra gleich führen. Und am Ende werde ich die dann als euer Sprachrohr nochmal an Esra stellen. Und hier der kleine Hinweis, es kommen so viele Fragen, es ist nicht möglich, um in der Zeit zu bleiben, alle Fragen zu beantworten. Das dürft ihr uns leider nicht übel nehmen, aber wir gucken, dass wir das einigermaßen geregelt bekommen. Deswegen seid nicht böse. Das war's, darf ich? Moment. Jetzt. Also, wir kommen zu Esra. Esra Karakaya ist Journalistin, Videoproduzentin und Gründerin ihres eigenen YouTube-Formats, YouTube-Talkshow Karakaya Talk bzw. BlackRock Talk. Das ist Grimme Online prämiert, Grimme nominiert und außerdem gehört Esra auch zum YouTube-Format Datteltäter und macht ganz neu den Podcast und die Dating-Show Honigtraum, wo es um Liebe, Partnerschaft und Sex in der muslimisch-deutschen Community geht. Hallo Esra. Hi. Hi. Du hast für uns ein bisschen was vorbereitet, nämlich einen kleinen Input. Und ich würde sagen, the stage is yours. Du darfst loslegen. Danke, liebe Ninja. Hallo an euch da draußen. Es ist total schön, dass ich heute mit dabei sein darf. Ich würde total gerne über das Thema Solidarität sprechen, weil mir das sehr, sehr wichtig ist, sowohl in meinem privaten Raum, aber auch auf meiner Arbeit. Solidarität bedeutet eigentlich ja nur, dass wir Menschen unterstützen und Menschen beistehen, die ungerecht oder unfair behandelt werden. Und das ist vor allem deswegen wichtig, man könnte jetzt auch sagen, wir haben doch einen Staat, wir haben doch Gesetze und die versuchen doch und machen doch, regeln doch schon alles, dass es nicht dazu kommt, dass Menschen unfair oder ungerecht behandelt werden. Aber diese Gesetze sind nicht perfekt und wir haben auch einige Gesetze, die sind wirklich nicht sehr gut. Und ein Staat kann auch nicht alles kontrollieren und ein Staat macht auch ganz oft Fehler. Und da kommt eben Solidarität ins Spiel. Ich will euch mal zwei Beispiele geben, wo ich sage, okay, das ist für mich Solidarität. Einmal zum Beispiel, das war vor, ich glaube, letztes Jahr oder so, da wurde ich in der U-Bahn von einer Person richtig eklig und nicht schön, einfach rassistisch angegangen, war lautstark und sie hat mich beleidigt, ich war alleine. Und ich habe mich in dem Moment sehr gedemütigt gefühlt, weil ich komplett überfordert war. Ich wusste gar nicht, warum, was ist passiert, warum beleidigt sie mich jetzt. Und da sind dann zwei Menschen eingesprungen, die mitten in der U-Bahn waren, das war eine volle U-Bahn, und die ihr dann ganz klar gesagt haben, so ey, stopp, das geht nicht, keine Chance. Also wenn du jetzt hier weitermachst, dann wird es Konsequenzen geben. Die Person, die du gerade beleidigst, die ist nicht alleine, wir stehen quasi mit ihr. Und es war in dem Moment für mich, einfach, es war so eine Entlastung und ich habe mich so dankbar gefühlt, weil ich in dem Moment nicht in der Lage gewesen wäre, zu kontern, weil ich einfach voll überfordert war. Und die Frau ist tatsächlich weggerannt. Also auf jeden Fall schon mal ein Gewinn. Sie hätten nämlich die beiden Menschen, die da eingesprungen sind, sie hätten natürlich auch einfach sagen können, ach, das ist jetzt voll irrelevant, also das ist voll überhaupt nicht wichtig und da muss man jetzt nicht einsteigen und das ist jetzt voll egal. Aber es war eben nicht egal und deswegen war ich dafür sehr dankbar. Das war die erste Situation. Eine andere Situation, da war ich nicht mit involviert, aber eine Freundin von mir. Und zwar hatte sie gearbeitet und sie hat für ihren Job hat sie Geld bekommen und hat dann aber im Nachhinein herausgefunden, dass sie Geld bekommen hat für einen Job, wo ein Kollege von ihr, ein Mann, mehr bekommen hat. Also für dieselbe Arbeit hat sie weniger bekommen als der männliche Kollege von ihr. Das ist nicht cool, sie war traurig, sie war sauer, sie war empört und ist dann natürlich rübergegangen, hat gesagt, hey, zu denjenigen, die das Geld ausgezahlt haben, warum ist das so, das geht nicht. Und dann haben die sich hingesetzt, auch mit dem männlichen Kollegen, und sie haben sich darauf geeinigt, dass der Kollege auch ein bisschen Geld abgibt. Nicht ein bisschen, so viel abgibt, dass beide quasi genau das Gleiche verdienen. Und ich finde, das ist das letzte Beispiel, was ganz, ganz Wichtiges zeigt, wenn es um Solidarität geht.
Solidarität ist kein Engagement, das ist kein Hobby, das ist kein Ehrenamt, sondern es ist unsere Aufgabe. Es ist unsere Aufgabe von allen, sich wirklich umzugucken, wer wird hier schlechter behandelt, wer wird unfair behandelt und dann rücksichtsvoll zu sein. Und dann gegebenenfalls auch zu sagen, okay, das bedeutet jetzt für mich, dass ich muss Zeit abgeben, ich muss Geld abgeben, ich muss meinen Ruf abgeben, dass ich da quasi wirklich merke, Solidarität ist nicht immer angenehm. Es ist ganz oft sehr, sehr unangenehm, aber es ist richtig und es braucht es, wenn wir wirklich eine faire Gesellschaft wollen. Das ist auch schon das Ende meines Inputs. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ich auf eure Fragen und auch gleich das Gespräch mit Ninja angesprochen, kurz gesagt, Solidarität ist das, was wir brauchen, wenn Staat und Gesetze nicht mehr wirken können. Vielen, vielen Dank. Das fand ich einen ganz tollen Schlusssatz. Ja, wir haben einen kleinen stillen Applaus. Einen kleinen Applaus hier im Studio. Genau. Esra, bevor die ganzen Fragen von den Zuschauenden kommen, machen wir noch ein bisschen ein kleines Gespräch. Und du hast ja gerade schon das Beispiel genannt. Ich finde auch insgesamt müssen wir in der Gesellschaft viel mehr Verantwortung füreinander übernehmen. Und du hast auch gesagt, es ist nicht immer angenehm. Also muss Solidarität auch mal wehtun? Und was habe ich davon, wenn ich solidarisch bin, auch wenn es vielleicht dann in dem Moment zu meinem Nachteil ist? Mhm. Also ich würde sagen, dass in der Regel eigentlich solidarisch handeln oder solidarisch sein immer bedeutet, dass es ein Stück weit unangenehm ist. Weil wenn es nicht unangenehm ist, dann ist irgendwas nicht richtig. Weil das ist ja so ein bisschen, ne, wenn wir davon ausgehen, dass jemand, also es werden Menschen unfair behandelt, es gibt Menschen, ne, die haben ein bisschen weniger, andere haben Vorteile. Und die Menschen, die halt Vorteile haben, müssen halt merken, ey, das muss angeglichen werden. Das heißt auch, dass ich meine Vorteile abgeben muss. Also es muss. Ich würde sagen, ja, es muss eigentlich immer unangenehm sein und ja, in dem Moment fühlt es sich so an, als würde ich jetzt voll was abgeben, aber das ist ja auch so, das würden ja andere Menschen für uns auch machen. So wie ich ja quasi in gewissen Momenten sage, nee, okay, ich muss jetzt einfach mal ein bisschen ein Fuffi abdrücken, 50 Euro irgendwo mal reinschieben, weil das jetzt wichtig ist, dass ich mich auch darauf verlassen kann, okay, in ein paar Tagen, wenn mir was passiert, dann habe ich Leute, die mir quasi den Rücken stärken. Du hast gerade von der Situation in der U-Bahn erzählt. Was kann ich, also findest du, die Leute haben da genau richtig reagiert für dich und was kann man sonst tun im Alltag, um solidarisch zu sein? Im Alltag würde ich sagen, ist das Wichtigste einfach aufmerksam sein. Gucken, wer ist da, gibt es Leute, weil nicht alle Menschen sprechen es direkt laut aus, wenn es ihnen nicht gut geht. Da auch einfach nachzufragen und zuzuhören. Hey, ich habe da gerade was beobachtet, war das gerade cool? Brauchst du gerade was? Und ich glaube, das ist richtig, richtig wichtig, zu merken, wenn Ungerechtigkeiten passieren, dann sind diejenigen, die davon betroffen sind, die sprechen es nicht immer an, weil eben auch ganz oft eine Demütigung mit dabei ist. Ich glaube, ich hätte es, also, wenn mir Sachen auf der Straße passiert, ich weiß nicht, wie es dir geht, Ninja, aber dann denke ich mir halt auch, scheiß drauf, es war peinlich und ich will nicht mehr drüber nachdenken, das ist Kacke. Aber dann, ne, irgendwie nochmal selber als Person, als Zuschauer oder als Person, die das mitbekommt, hingehen, aktiv fragen, brauchst du was? Ja, genau, mir geht das auch so. Ne? Also, dass ich dann, es kommt auch so ein bisschen auf die Tageslaune an, aber dass ich dann Sachen einfach versuche zu ignorieren, die mir irgendwie begegnen und mir dann aber gleichzeitig wünsche, Mensch, hier sind ja drei Leute drumherum, haben die das nicht mitbekommen? Vielleicht könnten die, ich will auch gar nicht, dass die dann das Gegenüber, was sich mir gegenüber in irgendeiner Form beleidigend verhalten hat, korrigieren, sondern ich fände es schön, wenn ich dann gefragt werden würde, hey, geht's dir gerade gut? Soll ich irgendwas machen? So, das fände ich super. Genau, ja. Also genau das, was du auch gerade gesagt hast. Findest du, wir könnten Kindern und Jugendlichen nicht auch schon viel früher, vielleicht auch in der Schule, Solidarität und Verantwortung, gesellschaftliche Verantwortung beibringen und mehr darüber sprechen? Also ich glaube, also beibringen ist für mich ein schwieriges Wort. Ist ja nicht so, als wären Erwachsene richtig gut darin. Nur weil man erwachsen ist, heißt es nicht, dass man richtig top solidarisch ist. Und ich glaube, wir alle, also unabhängig, also Kinder, Jugendliche, Erwachsene, wir alle haben eine Verantwortung. Und wir alle müssen das quasi, also die Sache ist, Solidarität ist ja keine Sache, die man sich kaufen kann. Und dann hat man die im Regal und top, man hat es dann auf dem Lebenslauf, sondern es ist ja eine Sache, die man regelmäßig macht. Das ist ja wirklich eine stetige Auseinandersetzung, wirklich sich immer Gedanken drüber zu machen. Und wir können, wenn wir über die Verantwortung von Erwachsenen sprechen gegenüber Kindern und Jugendlichen, dann heißt es für mich eigentlich nur, das vorzuleben. Es macht für mich gar keinen Sinn, irgendwo hinzugehen, zu sagen,
Wir müssen jetzt solidarisch sein und ihr müsst Leute mitdenken. Und wenn ich dann selber aber nicht solidarisch bin. Also ich will das dann lieber vormachen und irgendwie auch darüber sprechen. Auch darüber sprechen, wenn ich mal nicht solidarisch war, obwohl ich es sein wollte. Das ist auch voll okay. Also zu sagen, ey, ich glaube irgendwie in dem Moment, ich habe das und das beobachtet, ich habe nicht irgendwie direkt reagieren können. Aber ich glaube, das ist ja auch voll wichtig, dass wir darüber sprechen. Warum habe ich nicht direkt reagiert? Wovor hatte ich Angst? Was hätte ich gebraucht, damit ich direkt quasi reagiert hätte? Ich will auch, bevor ich dir die nächste Frage stelle, Esra, euch nochmal aufrufen. Also schickt uns gerne Fragen schon, während wir hier sprechen. Ihr könnt uns alles schicken, was euch interessiert, und wir geben die Fragen gleich an Esra weiter. Esra, du kommst mir, also wir kennen uns ja auch persönlich, und ich habe immer gedacht, boah, die Frau ist eine Wucht, die kommt rein, alle fokussieren sich auf sie, die ist total toll. Warst du schon immer so, und was würdest du heute deinem 16-jährigen Ich sagen? Das ist total lustig, weil ich selber nehme mich gar nicht so wahr. Das ist sehr interessant. Aber ich habe das schon mehrmals mitbekommen, dass mir das Leute gesagt haben. So, ey, du bist sehr präsent, wenn du in einem Raum bist. Ich habe, ehrlich gesagt, fällt die Frage mir ein bisschen schwer. Also in Bezug auf Solidarität, was würde ich meinem 16-jährigen Ich sagen? Also ich könnte jetzt behaupten und sagen, ja, ich würde meinem 16-jährigen Ich sagen, hey, sei ruhig laut und das, was du erfährst, das ist wirklich Kacke und es ist nicht, weil du verkackt hast und weil du dich irgendwie gerade lieferst, sondern es ist wirklich, weil deine Lehrer und Lehrerinnen gerade nicht sehr nice und fair und gerecht mit dir umgehen. Aber um ehrlich zu sein, hätte ich das laut angesprochen damals, ich hätte nicht die Leute um mich herum gehabt, die mich auffangen. Ich glaube, ich hätte dann die Schäden davon getragen. Ich hätte die Strafen bekommen von den Lehrerinnen und Lehrern. Deswegen ist es auch ein Zeichen dafür, hätte ich gewusst, dass ich dort viele Menschen in meinem Umkreis habe, die solidarisch sind, hätte ich das eher ausgesprochen. Aber damals, warte, ich will das korrigieren. Es ist nicht so, als wären meine MitschülerInnen damals nicht solidarisch gewesen. Es ist einfach nur, weil man manchmal, also als weil wir jünger waren, haben sich Erwachsene ganz oft rausgenommen, uns Sachen zu sagen und Sachen anzutun, wo wir dachten, okay, das muss jetzt einfach so sein, weil sie sind die Autorität, sie sind diejenigen, die Recht haben. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, ich würde meinem 16-jährigen Ich einfach nur sagen, weitermachen. Ist wahrscheinlich ein guter Rat, wenn wir uns anschauen, was bis jetzt bei dir alles passiert ist. Ich kann ja nicht nur im Alltag solidarisch sein, sondern viele von uns bewegen sich auch auf sozialen Medien. Wie kann ich mich da solidarisch verhalten? Also zum einen, glaube ich, erstmal lesen und mitbekommen, was ist da eigentlich, wen gibt es da, und auch aktiv nach Communities oder nach Gruppen von Menschen suchen, von denen man mal vielleicht gehört hat, aber nicht genau weiß. Ne, für mich zum Beispiel wäre ist ein Thema Menschen mit Behinderung. Ich habe keine Behinderung, das heißt, das ist für mich ein Thema, ich bin damit nicht aufgewachsen, ich hatte in meiner Familie, meine Oma hatte eine Behinderung, aber das war für mich kein großes Thema. Das war so, Oma ist die Ausnahme. Sowas gibt es eigentlich sonst gar nicht. Und dann quasi habe ich in der Zeit verstanden, okay, ich weiß nicht viel darüber, aber ich weiß, dass es Menschen gibt mit Behinderung. Ich muss selber die Arbeit machen und Accounts finden und irgendwie Leute finden, die darüber sprechen, lesen und verstehen. Und dann, wenn ich viel besser in der Materie drin bin, wenn es dann zu Situationen kommt, wo Menschen mit Behinderung irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie scheiße behandelt werden oder wenn da irgendwie ganz generell pauschale Sachen gesagt werden, dass ich dann in meine Verantwortung trete und sage so, nee, mache ich nicht mit, ich werde jetzt laut auf Social Media und poste was. Aber Social Media ist auch nur Social Media, es braucht auch dieses Offline-Solidarisch-Sein, es braucht beides. Gut, dann würde ich sagen, ich sehe, hier kommen schon so ein paar Fragen rein. Suri, willst du mal übernehmen? Ein paar? Ja, tatsächlich. Also erstmal, Esra, auch nochmal hallo von mir, jetzt hier ganz offiziell vorgestellt. Ja, und zwar, Sarah zum Beispiel fragt, in welcher Situation hast du dich solidarisch verhalten und worauf bist du besonders stolz? Gute Frage. Ich würde sagen, ich habe mich solidarisch verhalten. Das war in Bezug, ich glaube, im Arbeitskontext, wo ich quasi gemerkt habe, okay, ne, ich bin der Teamleitung und ich habe Leute im Team, die hatten Bedürfnisse gegenüber unserem Auftraggeber. Dann zu gucken, also ich habe dann gemerkt, okay, meine Aufgabe ist es jetzt nicht, die Auftraggeber vom Team zu rechtfertigen, sondern mich an die Seite des Teams zu stellen,
Und dann zu gucken, okay, was brauchen Sie? Welche muss ich irgendwie Workshops organisieren, wo wir darüber sprechen können? Ne? Workshops, wo Sie ja auch bezahlt werden. Es darf nicht unbezahlt sein. Also ich glaube, ich würde sagen, dass das das letzte Mal ist, wo ich mich jetzt aktiv daran erinnere, wo ich sage, wo ich solidarisch war, quasi ArbeiterInnen gegenüber. Und worauf bin ich stolz? Worauf bin ich stolz? Ich glaube, das ständige Evaluieren. Ich würde nicht sagen, dass ich immer top solidarisch bin. Bestimmt nicht. Ich habe ganz oft Momente, wo ich bestimmt nicht solidarisch bin und hätte besser sein können. Aber das ist okay. Und ich glaube, ich bin stolz und dankbar dafür, dass ich mir trotzdem Gedanken darüber mache und trotzdem immer wieder frage, okay, war ich in der Situation die Person, die ich sein wollte? Und wenn nein, was will ich das nächste Mal besser machen? Ja. Mehr kann man auch nicht verlangen, außer dass man sich immer wieder selber reflektiert. Direkt auch an das Thema geknüpft, die Frage, wann hast du das erste Mal, ich kann lesen, wann hast du das erste Mal gedacht, ich bin laut, jetzt sage ich was? Oh, gute Frage. Ich bin laut. Nur gute Frage hier, das war in der Community. Ja. ich muss ehrlich gestehen, also dieses Beispiel, was ich gegeben hatte, ne, in der U-Bahn, was da passiert ist, das war das erste Mal tatsächlich, also ich sag mal so, die Sache ist passiert und es ist nicht so, als hätten die zwei Leute, die neben mir standen, als hätten die das einfach nur mitbekommen und sind eingesprungen, sondern ich bin erst aufgesprungen und war dann erstmal lautstark und habe in die ganze U-Bahn geschrien, liebe Leute, diese Person hat das und das und das und das gerade zu mir gesagt und das ist nicht cool. Und dann haben die anderen meines mitbekommen und sind dann eingesprungen. Und das ist tatsächlich, das habe ich das letzte, war das letzte, es war vor letztem Jahr oder vor 2 Jahren, es war das erste Mal, glaube ich, wo ich in so einem Kontext, also wo in so einem Raum, in der Öffentlichkeit, in der U-Bahn gesagt habe, okay, weißt du was, ist mir Kuckuckujambo, was die Leute über mich denken und ob die denken, dass ich verrückt bin. Ich lasse es nicht über mich ergehen, ich werde jetzt laut. Und es war dann halt quasi für mich, ne? Also dass ich dann für mich selber laut geworden bin. Ja, und dazu sagt die Anneliese, Zitat, liebe Esra, du solltest wissen, ich finde diese Person, die dich in der U-Bahn so krass beleidigt hat, sollte sich schämen. Ah, Entschuldigung. Wie gesagt, ich kann lesen, auch weil ich es gerade nicht beweise. Also, die Person sollte sich schämen. Sie ist eine uncoole Person. Oh, Leute, jetzt könnt ihr mir nicht Sachen schicken, wenn ich versuche zu lesen, statt dich zu beleidigen und dass du genauso gut bist, wie du bist. Dankeschön. Tut mir leid, Anneliese, das hätte ich gerne flüssiger vorgelesen. Danke, Anneliese. Oh, guck mal, da sagt auch noch direkt jemand hinterher, ich bin sehr froh, dass du da bist. Ich verfolge dich schon etwas länger und schaue mir sehr gerne die Talkrunde an. Ich finde die Art und Weise, wie du dich artikulierst, einfach top. Können wir direkt bei der Talkshow bleiben? Ja, willst du noch was sagen? Und zwar fragt die Nathalie, welche Themen dir wichtig sind für deine Talkshow? Also die Themen, die mir wichtig sind, sind die Themen, die euch wichtig sind, also beziehungsweise unserer Zielgruppe. Und unsere Zielgruppe sind Menschen zwischen, ich würde sagen, 18 und 35, die in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum leben, also überall da, wo Deutsch gesprochen wird. Und das ist, das kann echt alles sein. Das kann irgendwie sein Wohnungsmarkt, so ich finde hier irgendwie keine Wohnung. Oder es kann auch sein, der neueste Highlighter von XY-Marke ist richtig nice, aber auch mega teuer, ich kann mir den nicht leisten. Also es ist wirklich sehr, sehr bunt und das Coole ist tatsächlich, weil unser Team, weil wir ja auch quasi Teil der Zielgruppe sind, ist es immer sehr einfach, Themen zu finden und gemeinsam auch mit der Community gemeinsam Themen zu finden. Darf ich kurz einhaken? Ja. Wenn wir schon beim Thema sind, vielleicht kannst du ein bisschen was über Honigtraum erzählen, was ihr da macht und warum das so wichtig ist für dich. Ja, voll gerne. Ich hatte vor letztes Jahr im Dezember, glaube ich, das erste Mal so einen Gedanken und dachte, eigentlich bräuchte es irgendwie ein Medienangebot für innerhalb der deutsch-muslimischen Community, was so die Themen Intimität, Partnerschaft, Sex, Dating, Liebe in der deutsch-muslimischen Community aufgreift. Und dann natürlich, so wie ich bin, dachte ich, ich mache es einfach selber. Und dann haben wir mit meinem Co-Host Youssef Adler, haben wir gedacht, okay, wir machen das, haben es konzipiert, haben eine Redakteurin mit dazu geholt, Nadine, haben die erste Folge, und es war dann mitten in Corona, wo wir dann dachten, okay, wir ziehen das jetzt durch. Ist auch eine ehrenamtliche Sache. Und sind quasi vor einem Monat online gegangen mit der allerersten Folge
und werden auch also monatlich quasi eine Folge hochladen, was irgendwie sich in diesem Themenspektrum bewegt. Die zweite Folge zum Beispiel, da geht es um Pornosucht, was Pornos eigentlich mit uns machen. Also nicht nur die Bilder, die wir von Menschen haben und wie wir, genau, wie wir uns eigentlich vorstellen, wie Sex aussehen müsste, sondern aber auch quasi, wie eine Pornosucht sich quasi einschleichen kann. Da sprechen wir mit einer Sexualtherapeutin, das ist richtig nice. Aber zum Podcast gibt es auch gleichzeitig, daran arbeiten wir gerade, eine Dating-Show. Und das ist da so ein bisschen das Ziel, einfach das Tabu zu brechen. Einfach zu gucken, okay, ey, Dating ist total normal, das hat sich so ein bisschen normalisiert in der deutsch-muslimischen Community, dass wir alle so verkrampfen. Oh mein Gott, Dating. Oh mein Gott, kennenlernen. I, oh mein Gott, das ist romantisch. I. Dann haben wir alle einen Stock im Arsch und den wollen wir erstmal ein bisschen rausziehen. Ich glaube, du hast einen Fan gewonnen, falls er nicht schon vorher Fan war, und zwar Simon. Der möchte nämlich wissen, in welchen Formaten, TV-Shows und Sendern du moderierst und ob du da auch auf Barrierefreiheit achtest. Also, ich moderiere mittlerweile gar nicht mehr so viel tatsächlich, weil ich mehr meine Zeit in meine eigenen Projekte reinstecke. Und ich achte nicht auf die Barrierefreiheit oder barrierearm, dass es barrierearm ist. Und das ist natürlich jetzt für mich ein Signal, wo ich mir denke, ding, ding, das nächste Mal, wenn ich einen Moderationsjob annehme, muss ich auch dran denken. Das hat damit zu tun, dass Leute organisieren das, eine Veranstaltung, und dann kaufen die mich quasi als eine als Moderatorin. Ich könnte jetzt behaupten, Simon, und sagen, ja, nee, ich habe damit sowieso nichts zu tun und ich bin jetzt einfach eine Moderatorin. Aber nope. Das stimmt nicht. Ich habe eine Verantwortung, voll der gute Impuls. Ich glaube, das heißt tatsächlich dann auch für mich, dass ich in der, bei den nächsten Mal, wenn ich engagiert werde, wenn ich gebucht werde, zu sagen, okay, wer hat Zugang zu diesen Räumen? Und es ist barrierearm. Safe, cool, also wichtiger Punkt. Aber was meine eigene Produktion angeht, das ist safe. Klar, ist ganz wichtig. Also wir machen auch immer noch Fehler. Das haben wir auch gemerkt, als wir im WDR und so zusammengearbeitet haben, was Barrierefreiheit angeht. Aber ich meine, wir lernen. Ne? Da war zum Beispiel so eine, was für mich so eine Ministufe ist, war dann aber für eine Person im Rollstuhl, war dann wirklich war eine Herausforderung. Und das mussten wir aber lernen. Und das war dann aber auch, das war scheiße, weil es war peinlich für uns und für die Person war so, Digga, bruv, das ist so Standard, das ist mein Leben. Aber ja, in meinen eigenen Produktionen, ja, achte ich drauf, wenn ich gebucht werde, nicht, aber ich höre deinen Impuls oder du hast mir gerade einen Impuls gegeben, dass das vielleicht auch meine Verantwortung ist, da immer zu fragen, okay, wie barrierearm sind die Veranstaltungen? Und jetzt ist die Frage von John, wie solidaritätsarm ist unsere Gesellschaft und in welchen Bereichen? Das ist voll schwierig zu beantworten, weil ich ja natürlich auch nur eine ganz bestimmte Perspektive habe. Ich bewege mich ja auch nur in ganz bestimmten Kreisen. Ich kann aber sagen, dass wenn ich mich in aktivistischen Kreisen, also nur wenn ich Freundinnen und Freunde habe, die wirklich aktivistisch unterwegs sind, dann ist die Solidarität viel höher. Da wird viel mehr, das viel rücksichtsvoller, da wird geguckt, was braucht ihr, was kann ich machen, da ist auch die Kommunikation, also es gibt schon eine gewisse Kommunikationskultur, aber wenn ich jetzt irgendwie in Institutionen reingehe, irgendwie, ne, irgendwie öffentlich-rechtlich und ArbeitgeberInnen, dann wird das schon ein bisschen schwieriger. Und dann ist es auch immer super schwierig. Vor allem haben wir immer ein bisschen Struggle damit. Wir haben Teammitglieder bei uns in der Talkshow, die Kinder haben. Und da braucht es eine Kinderbetreuung, damit sie arbeiten können. Und dann ist es immer ein richtiger Film. Es ist einfach ein Film, Gelder zu bekommen für eine Kinderbetreuung. Und ich finde, das ist unmöglich. Also ich finde es unmöglich. Also es kommt wirklich auf den Bereich an und es kommt auch darauf an, wie weit diese Bereiche sind. Also ich kann es so pauschal nicht beantworten. Carla fragt, Solidarität gegenüber Obdachlosen. Wie sieht es da aus? Weil sie ist wohl bei allem ein bisschen überfordert. Okay. Dieses Thema Überforderung, es ist voll schön, dass du das ansprichst, weil solidarisch heißt für mich persönlich nicht, ich bin bei jedem Meeting mit dabei und dann, ne, ich bin in der Gruppe irgendwie möchte ich nicht mit dabei und dann bin ich in der Gruppe und dann bin ich da solidarisch und hier solidarisch, sondern es heißt für mich eher zu verstehen, welche Gruppen gibt es in der quasi in der Gesellschaft, welche Gruppen brauchen meine Solidarität und dann zu gucken, welche Kapazitäten habe ich, was kann ich abgeben. Und es heißt in manchen Momenten auch einfach und vor allem auch für mich, ich habe so viel um die Ohren mit der Show, dass ich keine Zeit habe, das zu sagen, okay, ich gehe jetzt in die Suppenküche und kann da aushelfen. Aber
dann kann ich, habe ich vielleicht das Geld, da wo ich dann sagen kann, okay, ich kann nicht meine Zeit investieren, aber ich kann mein Geld investieren. Das heißt eigentlich nur, mach dich nicht verrückt, guck einfach, wo du helfen willst. Und die Menschen, es gibt in allen Bereichen immer Menschen, die ExpertInnen sind für ihre eigenen Bereiche. Unterstützt diese Menschen, geh zu ihnen und fragt einfach, was sie brauchen. Weil manchmal brauchen sie nicht noch mehr Leute, die ehrenamtlich arbeiten. Sie brauchen einfach nur ganz viel Padder. Sie brauchen einfach nur Geld und sie brauchen Kontakte. Und das zu liefern, ist einfach auch schon genug. Ja. Und Pelle, wenn ich das jetzt richtig ausspreche, tut mir leid, Pelle, falls ich es falsch sage, schreibt, liebe Esra, Gesetze und Staat sind nicht automatisch solidarisch. Wir müssen auch Politik machen. Ich verstehe dich aber so, dass man nur im Alltag mit allen zusammen lernt, oder? Und nochmal Grüße von Pelle. Ja, gute Frage. Politik ist insofern wichtig, weil die Politik ja quasi mitbestimmt. Das Problem ist nur, was machen wir, wenn in der Politik nur ganz bestimmte Menschen sind? Wenn, sagen wir mal, wir haben eine ganz, ganz bunte Gesellschaft, aber von dieser ganzen bunten Gesellschaft sind nur Menschen quasi in der Politik, die im Farbspektrum blau sind. Ja? Und dann sind da noch ein paar grüne Menschen und noch ein paar, weiß ich nicht, pinke Menschen, aber es ist eigentlich hauptsächlich grün. Und diese grünen Menschen machen dann Politik für, oder nee, das waren die Blauen, sorry, egal, grün oder blau, die machen dann quasi Politik für das ganze Farbspektrum und entscheiden dann, welche Gesetze erlassen werden, entscheiden, wie Behörden aufgebaut werden, wo welche Menschen arbeiten dürfen. Und dann haben wir das Problem, dass eben, ja, das ist wie so ein Teufelskreis. Also ja, Politik ist eigentlich das, wo es wichtig ist, aber ich persönlich, ich kann mich nicht darauf verlassen. Ich muss mich darauf verlassen, dass ich auf der zivilgesellschaftlichen Ebene Leute habe, die mich unterstützen, die ich unterstützen kann und dann, dass wir wirklich Druck ausüben können auf die Politik, weil dann, wenn die also die Menschen in der Politik verstehen, dass sie Menschen übersehen haben, dann werden sie in der Lage sein oder dann kriegen sie Angst und dann machen sie ihre Arbeit. Ja? Immer mal gesagt. Glaubst du denn, dass es genug Formate gibt, in denen eben solche Menschen zu Wort kommen, die auch betroffen sind und dass die auch gehört werden, oder müsste man da noch ein bisschen mehr tun? Da muss ganz viel gemacht werden. Also das ist wirklich, da sind wir noch weit, weit von entfernt. Ich habe letztens erst wieder einen Artikel gelesen. Ich bin ja natürlich in der Talkshow-Branche unterwegs. Dann habe ich gesehen, dass von Juli bis November 2019 bei Hart aber fair bei der Talkshow 11 Sendungen produziert wurden. Ich glaube, circa 60 Gäste wurden eingeladen. Davon hatte keiner einen Migrationshintergrund, alle waren weiß. Und der erste Mensch, der eingeladen wurde, der nicht weiß war, der hatte arabische Wurzeln, hat dann zum Thema Clankriminalität gesprochen. Good job, sehr gut. Oder auch ne, vor ein paar Monaten Mord an George Floyd, zwei Talkshows, lass mich lügen, ich meine, es waren Maischberger und Lanz, korrigiert mich bitte, also Maischberger bin ich mir ziemlich sicher, bei Lanz bin ich mir nicht sicher, die dann Panel besetzt haben zum Thema Rassismus und nur Menschen eingeladen haben, die keinen Rassismus erfahren. Also ich sage mal so, was die Medien angeht, da ist auf jeden Fall nicht kein Bewusstsein da, da ist nicht die Sensibilität da, zu sagen, wir laden Menschen ein, die betroffen sind, wir laden Menschen ein, die öfter mal vergessen werden, das gibt's nicht. Das also noch nicht. Das also, und das macht mich auch sauer, aber deswegen gibt es uns auch. Ja, und weil es dich gibt, gibt es ja auch einen ganzen Schwung an Liebe von unseren Zuschauern. Sollen wir uns da abwechseln, damit wir ein bisschen Sprachvielfalt haben? Das ist nämlich hier der ganze Block. Siehst du das? Ja, okay. Soll ich anfangen? Also, Sabrina schreibt, ich habe deine Talkshow genutzt, um eine Facharbeit über Feminismus und Hijabis zu schreiben. Danke fürs so oft aus der Seele sprechen. Danke. Und Christina schreibt, ich finde die Reihe Sag mir ob von den Datteltätern sehr gut und wichtig. Schubladendenken braucht keiner. Ganz kurz, alle denken, ich kann nicht lesen, aber hier werden einfach immer wieder neue Sachen reingeschickt. Alicia schreibt, mach bitte einfach weiter so, denn die Arbeit, die du machst, sollte öfters angesprochen werden. Durch Menschen wie dich kommen manche Gespräche ins Rollen. Und danach von der Evelyn, als wäre das nicht schon genug. Ich weiß, du bist rot. Danke, dass du da bist und schön, dass du machst, was du machst. Das ist sehr wichtig. Und weiter so. Das finde ich auch gut hier. Stumpf schreibt zum Thema Farben, ich bin pink. Schön. Alrighty. Und jetzt nochmal zu den Fragen, weil da sind wir auch noch nicht ganz durch, von der Antonia.
Hi Esra, ich finde dich und deinen Content sehr cool und frage mich, inwiefern dir deine Religion Kraft für solche solidarischen Aktionen gibt. Meine Religion ist das Fundament von meiner ganzen Arbeit. Das ist also mein Glaube, ist das, was mich jeden Tag anspornt. Das ist das, wo das ist mein Anker, das ist mein Wegbegleiter und aber auch mein Richtungsweiser. Also ich ist wirklich, ich kenne ein Leben nicht ohne meinen Glauben und ohne meine Religion. Und ich weiß nicht, es ist immer natürlich nur, weil es voll die private Angelegenheit ist, ist es für mich. Halte ich das Ganze auf privat und öffentlich, ist, man spricht nicht so oft darüber, aber in allem, was ich mache, ist in jeder Entscheidung, die ich treffe, in jedem Atem, muss ich ehrlich gestehen, ist für mich meine Religiosität, ist mein Glaube an Gott, an Allah sehr, sehr präsent und ich bin immer sehr, sehr dankbar, dass, weil auch die ganzen Sachen, die wir im Team machen oder die ich mache, da bin ich davon überzeugt, dass die nicht möglich wären und nicht passiert wären, wenn nicht quasi ein Segen da gewesen wäre. Hast du denn noch ein großes Vorbild, an dem du dich auch noch orientierst? Ich habe kein Vorbild in dem Sinne, wo ich sage, boah, Oprah Winfrey. Könnte ich jetzt so sagen, aber das ist dann auch noch bei Oprah Winfrey, ist dann irgendwie ganz weit weg und irgendwie auch nicht so dünn. Ich würde sagen, ich habe mehrere Vorbilder in Deutschland, hier in meinem Umkreis. Das sind meine besten Freundinnen. Ich habe eine Freundin, die ist unglaublich lösungsorientiert. Die andere ist mega pragmatisch. Meine Cousine ist unglaublich barmherzig und das sind Vorbilder für mich. Aber ich habe auch andere Freundinnen, die irgendwie in unterschiedlichen Bereichen unterwegs sind. Und ich beobachte sie, wie sie in unterschiedlichen Situationen handeln, wie sie denken, wie sie sich äußern. Und ich mache mir immer so Gedankenmemos. Ja. So möchte ich sein. Du bist für mich ein Vorbild. Also es sind wirklich, wirklich viele Menschen. Es ist echt. Ich wünschte, ich könnte manchmal einfach so eine Webseite aufbauen, einfach nur so ein Dankesding machen. Danke für dich, danke, dass es dich gibt und danke, dass es dich gibt. Ich meine, könntest, hält dich keiner auf. Jetzt hast du schon so angekündigt im Live-TV. So. Mir ist auch aufgefallen, dass du deine Mama nicht erwähnt hast, aber die ist bestimmt direkt auf Platz 1 in der Liste. Und noch die Frage von Jolene. Was sind deine Top-Tipps für eine inklusive Gesellschaft für Solidarität? Ich würde sagen, das allererste ist zuhören. Lass uns zuhören, lass uns empathisch sein. Lass uns gucken, ey, warum ist die Person da hinten? Warum ist sie sauer und warum schreit sie? Und das dann quasi nicht irgendwie abzutun, zu sagen, so, boah, die ist voll emotional, sondern zu sagen, so, okay, irgendwie muss es da was geben. Also ich glaube, mein allererster Tipp wäre, lass uns einander zuhören. Und neugierig sein und fragen, was ist los? Wie kann ich dir helfen? Wie kannst du mir helfen? Ja, und Amy Savage, ich weiß nicht, ob das der echte Nachname ist, fragt, wie gehst du mit den rassistischen Äußerungen um? Beschäftigen sie dich und verletzen dich auch? Oder denkst du, was der Typ da redet, interessiert mich eh nicht? Sowohl als auch. Also ich muss ehrlich gestehen, ich wünschte, ich wäre eine Person, wo ich sagen kann, das ist mir voll egal, das macht gar nichts mit mir, aber macht es leider nicht so. Wenn ich Sachen mitbekomme, ich rede gerne nicht drüber, weil es eben so demütigend ist, es macht mich immer noch fertig und es macht mich auch immer noch sauer, dass es mich so wütend macht. Ich wünschte, ich wäre abgehärtet, ich wünschte, ich würde es nicht mehr spüren, ich wünschte, ich könnte einfach sagen, ach, whatever. Aber ich habe sowohl auch vor noch dieses Jahr auf dem Arbeitsplatz gut rassistische Sachen erlebt und es hat mich sauer und wütend gemacht, dass es mich wütend und sauer gemacht hat. Ich wünschte, ich hätte nicht so emotional darauf reagiert, aber so ist es nun mal und da versuche ich zu gucken, wie ich damit umgehe. Ich habe ehrlich gesagt, jetzt ist es halt immer noch irgendwie aktuell. Ich dachte vor 2 Jahren, ich hätte voll einen Umgang damit gefunden, irgendwie mit Leuten drüber sprechen und dann ist es weg, aber es ist halt auch nicht. Also wirklich, das knockt einen wirklich raus. Und wenn ich auch mit Leuten in meinem Umkreis spreche, die solche Sachen erfahren, das knockt die Leute komplett aus. Die denken so, krass, krass, ich wurde gerade von meiner Vorgesetzten einfach so klein gerade gemacht. So klein. Mir wurde einfach gerade so die Hälfte meiner Menschlichkeit weggenommen. Und das macht was mit uns. Also von daher, wärst ich glaube, ich würde selber einfach sagen, ja? Entschuldigung. Unhöflich von mir. Aber wehrst du dich dann dagegen aktiv oder gehst du dann ins Badezimmer und schreist in den Spiegel oder sagst du das auch konkret? Gerade bei Personen, die ja in der Hierarchie vielleicht über dir stehen oder eine gewisse Abhängigkeit zu denen empfindest, sei es ein ArbeitgeberInnen,
Oder machst du das dann mit Humor, so wie ich meistens es versuche, um die Situation zu deeskalieren? Ja, aber ja, ist auch lustig, ne? So Humor, aber das ist halt auch nur eine Strategie, damit diejenigen, die tatsächlich die was angetan haben, sich, dass es nicht zu unangenehm für sie wird. Also das ist auch so ein Dings, da damit umzugehen. Ich würde sagen, es kommt wirklich auf den Kontext an. Wenn da Abhängigkeitsverhältnis ist, wo ich abhängig von einer Person bin, dann bin ich meistens ruhig, mache ich nicht. Also wenn ich merke, steht viel auf dem Spiel, mache ich nicht. Andersrum, wenn ich merke, okay, ist halt die Frage, will ich die Energie reinstecken oder nicht? Weil manchmal, auch wenn es anzusprechen ist, löst es halt nicht. Dann wird es halt meistens noch schlimmer. Deswegen, also, I don't know. Also für diejenigen Menschen da draußen, die unterschiedliche Diskriminierungserfahrungen machen, sucht euch Empowerment-Räume, sucht euch, vernetzt euch mit euren Leuten, habt eure WhatsApp-Gruppen, rantet auch voll gerne. Also das hilft mir, dass ich einfach Leute anrufe und rante. Und wenn ihr alleine sein wollt, dann bleibt einfach alleine. Ist auch voll okay, das alleine durchzustehen. Manchmal will man nicht darüber sprechen. Ja, also mir passiert das öfter, dass es unabsichtlicher Rassismus ist. Ich merke dann oft, dass Leute gar nicht gerade versuchen, mich aktiv irgendwie abzugrenzen. So positive Diskriminierung. Sowas, aber auch immer diese Neugierde, die dann zeigen, aber dann ausdrücken mit, ja, wo kommst du denn her? Und wenn ich dann Duisburg sage, dann sind die meistens nicht so happy mit der Antwort. Dann kommt da, ja, okay. Aber dann wollen die natürlich wissen, wo hast du diese wunderschönen braunen Augen her und dieses wallende schwarze Haar? Und die geben nicht Ruhe, bis ich denen sage, mein Papa kommt aus XY. Und dann, ach so. Und dann weiß ich natürlich, die wollten jetzt nicht irgendwie sagen, hey, du bist anders als ich. Die sind dann meistens aufrichtig interessiert, versucht dann aber trotzdem mit dem Humor klarzumachen, ohne den Finger zu erheben. Leute. Wobei ich sagen muss, also bei so positivem Rassismus, in Anführungsstrichen, was es ja nicht gibt, aber so von wegen, was sich anhört wie ein Kompliment, da habe ich schon eine richtig gute Strategie. Also da bin ich schon immer sehr... Ja, bitte? Nein. Also wenn die fragen, also dieses, okay, woher kommst du, Frage, dann sage ich einfach Narnia. Ruhig. Okay. Oder wirklich, also das macht mittlerweile richtig Spaß, denen keine Antwort zu geben. Und dann so, ja, nee, erzähl doch, welche Sprachen sprichst du? Das klaue ich, den Witz. So, jetzt, Esra, kommt keine Fragen mehr rein, nur noch ein Haufen, du weißt es, Lob. Das machen wir wieder so, das fand ich ganz schön. Ich fange an mit Jasmin. Sie schreibt, ich liebe deine Ausstrahlung. Anneliese, Esra, du bist eine ganz tolle Frau. Wow. Dankeschön, seid voll süß. Und Janine schreibt, lass uns aufstehen, aufeinander zugehen, voneinander lernen, wenn wir etwas nicht verstehen. Wäre ein gutes Motto-Lied für heute. Ja, voila. Und Leila kriegt noch das Schlusswort. Danke für deine Offenheit. Ich habe manchmal als Frau Angst, einem Mann zu helfen, der nicht ganz zurechnungsfähig ist. Das wird vorher nicht ganz durchgelesen. Das vorher mal lesen. Ich merke jedoch, dass er Hilfe bzw. Unterstützung braucht. Kennst du? Ach, das ist eine Frage. Kennst du das? Was tust du in solchen Momenten? Ich habe die Frage nicht verstanden. Ich war jetzt auch sehr verwirrt von mir selber. Ich mach's nochmal. Leila, danke für deine Offenheit. Ich habe manchmal als Frau Angst, einem Mann zu helfen, der nicht ganz zurechnungsfähig ist. Was meint sie damit? Ich weiß es nicht. Also ich weiß nicht, woran sie erkennt, dass er nicht ganz zurechnungsfähig ist. Ich glaube, es geht einfach darum, von dir nochmal zu hören, wie gehst du um, wenn du nicht ganz genau weißt, ob jemand vielleicht gerade Solidarität oder Hilfe benötigt. Naja, erstmal fragen, oder? Habe ich die Frage richtig verstanden? Also wenn ich, also im Zweifel fragen, hey, alles cool, brauchst du was? Und wenn es ein Nein ist, dann ist es ein Nein. Und wenn es ein Dings ist so, ich weiß es nicht, dann vielleicht auch einfach nur da sein und präsent bleiben. Es ist wirklich kontextabhängig. Und auch, guck mal, wichtiger Gedanke ist, ich habe das schon gesagt, aber so, wir müssen nicht uns eine Erwartungshaltung, wir brauchen nicht die Erwartungshaltung, dass wir immer perfekt solidarisch handeln. Also ne, immer wirklich top durchgedacht, sondern es reicht auch einfach zu sagen, okay, ich versuche jetzt solidarisch zu sein, so wie ich glaube, dass es richtig ist, und dann auf Feedback warten. Weil manchmal wollen wir gut und helfen und unterstützen, aber die Person ist da total, fühlt sich vom Kopf gestoßen oder sagt so, nee, und ich wollte nicht, dass du mich fragst in der Situation. Und dann das quasi nicht persönlich zu nehmen, sondern zu gucken, okay, ich nehme das mit als Feedback, was kann ich lernen? Also dass wir wirklich immer wieder selbst reflektieren und gucken, was brauche ich, was kann ich machen? Wir haben jetzt Klarheit. Ich habe es ja nicht ganz richtig verstanden. Jetzt kommt aus der Redaktion, dass es bei der Frage um potenziell gefährliche Situationen ging. Also das war mit uns nicht zurechnungsfähig gemeint. Er braucht Hilfe, aber dort hat man vielleicht Angst, dann involviert zu werden und selber körperlichen Schaden oder sonst was zu erleiden. Um das jetzt auch mal klargestellt zu haben. Oh je. Ja, danke. Das ist eine richtig schwierige Frage. Es kommt wirklich, also ich würde sagen,
kommt auf die Situation an. Ich würde sagen, dass dein Eigenschutz hat Prio, weil wenn du Schaden davon trägst, dann hat keiner was davon. Dann wäre eher die Frage, dass ich sage, okay, gibt es andere Menschen im Umkreis, die du mit aktivieren kannst, sodass ihr gemeinsam in die Situation einschreiten könnt. Ja, also es ist wirklich situationsabhängig, kann ich so nicht so einfach beantworten. Ja, okay. Dann vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast, Esra. Liebe, liebe Grüße von Bonn nach Berlin und danke, dass du so offen warst. Mach's gut. Tschüss, Esra. Tschüss. Danke für die Einladung. Tschüss.